Hallo und herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal von GoE. Mein Name ist Tim und ich stelle dir heute den GoE Charger Gemini und den GoE Charger Gemini Flex vor, die als Nachfolger der GoE Charger Home Serie, darunter ein ADAC Wallbox Testsieger 2022, jede Menge smarte Features mitbringen. Du bist dir noch unsicher, welche Ladestation für dein Zuhause oder Unternehmen die richtige ist? Am Ende des Videos kannst du die Entscheidung für den GoE Charger Gemini oder Gemini Flex treffen. Also legen wir los. Den neuen GoE Charger gibt es in zwei Ausführungen, den GoE Charger Gemini und den GoE Charger Gemini Flex. Von den Features her unterscheiden sich die beiden Ladestationen nicht, aber einen großen Unterschied gibt es dann doch, der vielleicht ausschlaggebend für deine Entscheidung sein könnte. Der GoE Charger Gemini Flex kommt, wie du siehst, mit einem roten CEE-Stecker. Warum? Weil der GoE Charger Gemini Flex im Vergleich zum GoE Charger Gemini mobil ist. Die Ladestation ist also zu Hause oder unterwegs verwendbar. Das gibt dir einiges an Flexibilität und Freiheit, da du die mobile Wallbox jederzeit auf Reisen oder zu Freunden und Familie mitnehmen kannst. Haben deine Freunde zum Beispiel eine rote CEE-Dose, kannst du den Charger ganz einfach einstecken und sofort losladen. Haben sie diese nicht, sondern nur eine normale Steckdose, ist das auch gar kein Problem. Mit dem Original GoE Adapter lädst du jederzeit auch an einer normalen Steckdose. Es dauert dann aber um einiges länger, bis dein E-Auto aufgeladen ist. Die mobile Wallbox ist auch dann von Vorteil, wenn du zum Beispiel mal einen Campingausflug unternimmst. Mit dem passenden GoE-Adapter kannst du dein Auto nämlich ganz einfach über eine blaue Campingsteckdose aufladen. Der GoE Charger Gemini Flex benötigt für die Installation auch keinen Elektriker, sofern du bereits eine rote CEE-Dose bei dir zu Hause installiert hast. Im Vergleich dazu brauchst du für die Installation der stationären Ladestation, also den GoE Charger Gemini, jedenfalls einen Elektriker, da die Wallbox fest mit dem Stromanschluss verkabelt werden muss. Beide Ladestationen gibt es übrigens als 11 kW und 22 kW Version. Die 11 kW Wallbox ermöglicht das Laden mit bis zu 11 kW und die 22 kW Wallbox mit bis zu 22 kW. Sie könnte also theoretisch doppelt so schnell laden. Warum theoretisch? Weil dafür auch die Voraussetzungen geschaffen sein müssen. Hast du ein E-Auto, welches nur mit maximal 11 kW geladen werden kann, bringt dir auch eine 22 kW Wallbox keinerlei Vorteile. Kommen wir jetzt zum Gehäuse und zu den Features. Der GoE Charger Gemini bzw. Gemini Flex besteht aus einem widerstandsfähigen Kunststoffgehäuse, wiegt je nach Variante 1,63 bis 2,3 kg und ist im Grunde so klein und kompakt wie ein Schuhkarton. Vorn befindet sich eine Typ-2-Dose, in die jedes beliebige Typ-2-Ladekabel eingesteckt werden kann. Typ-2 ist der Standard in Europa. Um die Typ-2-Dose herum sind LEDs angeordnet, die je nach Ladezustand in unterschiedlichen Farben leuchten können. Die Farbe und Helligkeit der LEDs kannst du in der GoE-App anpassen. Die LEDs zeigen dir gegebenenfalls auch Fehlermeldungen an. Hier neben der Typ-2-Dose befindet sich ein schwarzer Druckknopf. Mit diesem kannst du die Ladeleistung in 5 Stufen einstellen. Die Ladeleistung könntest du aber in der GoE-App auch stufenlos anpassen. In der Praxis regelt dein Auto den Ladestrom automatisch. Doch mit geringer Ladeleistung des Chargers nutzt du beispielsweise den Überschuss aus deiner PV-Anlage effizienter. Die GoE-Charger verfügen über eine RFID-Funktion. Hier, hinter dem Logo, ist ein RFID-Lesegerät integriert, das zum Beispiel für die Authentifizierung von verschiedenen Nutzern verwendet werden kann. Hast du den GoE Charger zum Beispiel in deiner Einfahrt montiert, die auch für fremde Personen zugänglich ist, dann macht eine RFID-Funktion Sinn, da du wahrscheinlich nicht möchtest, dass jeder deine Ladestation verwenden kann. Du entscheidest damit also, wer deine Ladestation verwenden darf und wer nicht. Nur du und dein Nachbar oder doch mehr Personen. In deiner privaten Garage kannst du den Ladevorgang natürlich auch einfach automatisch ohne RFID starten lassen. Die Personen, die zum Laden autorisiert sind, benötigen einen RFID-Chip oder eine RFID-Karte, die einmal angelernt werden muss, und schon können sie auch in den Genuss des Ladens mit deinem GoE Charger kommen. Du kannst übrigens bis zu 10 Personen zulassen und dir über die App die geladenen Kilowattstunden jedes einzelnen Benutzers ansehen. Die GoE Charger werden an dieser Wandmontageplatte eingehängt. Was praktisch ist, weil sich der GoE Charger Gemini Flex dadurch im Handumdrehen aus der Halterung nehmen und zu Freunden mitnehmen lässt. Die Wandmontageplatte wird mit dem GoE Charger mitgeliefert. Kommen wir jetzt zu weiteren Features der GoE Charger Gemini Serie.
Mit deinem Smartphone kannst du den Go eCharger steuern und überwachen sowie dessen Grundeinstellungen ändern. Wenn du ihn darüber hinaus mit deinem WLAN verbindest, eröffnet dir die Go eCharger App sogar noch weitere Komforteinstellungen, wie zum Beispiel das günstige Laden mit flexiblen Stromtarifen. In der Go eApp kannst du unter anderem den Ladezeitraum einstellen. Willst du, dass der Ladevorgang um 2 Uhr in der Früh startet und um 6.30 Uhr beendet wird, dann stelle den Zeitraum hier in der App ein. Damit lädst du besonders nachhaltig, was sich bei Nachttarifen auch finanziell auszahlt. So genießt du gemütlich deinen Kaffee und dein Frühstück am Morgen und fährst anschließend entspannt in die Arbeit. Ein weiteres tolles Feature ist der Eco-Modus. Mit diesem definierst du eine Strompreisgrenze. Der Go eCharger kennt nämlich für alle von Go E hinterlegten flexiblen Stromtarife die Preise der kommenden Stunden im Voraus. Du kannst also festlegen, unter welcher Preisgrenze der Charger mit dem Laden beginnen soll. Liegt der Preis darüber, wird auch nicht geladen. Im geplanter Ladevorgang-Modus kombinierst du die Preisgrenze mit einer zu ladenden minimalen Energiemenge. Hast du mehrere Go eCharger, ist das Lastmanagement wichtig. Es ermöglicht dir, mehrere E-Autos gleichzeitig zu laden, ohne dass dadurch der Stromanschluss überlastet wird. Die Go eCharger kommunizieren miteinander und teilen den verfügbaren Ladestrom zwischen den Autos auf. Willst du die Ladepriorität für die Go eCharger festlegen, ist das ganz einfach. Mit der Go eApp definierst du, welcher Charger mit dem maximalen Ladestrom laden und welcher langsamer laden bzw. warten soll. Willst du mehr über die Go eApp erfahren, dann schau dir unser anderes Video dazu an, das wir dir unten in der Videobeschreibung und am Ende des Videos verlinkt haben. Ich hoffe, dass dir dieses Video geholfen hat. Wenn du Fragen hast, kommentiere einfach unterhalb des Videos oder besuche unsere Website. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, dein Tim von Go eApp.